Sollte es wirklich zu Dieselfahrverboten kommen, stünde die Bundesstadt Bonn vor erheblichen Problemen, diese auch effektiv umsetzen zu können. Denn dafür gibt es bis heute noch keinerlei Konzepte. Autoabgasbelastungen werden hier von zwei sogenannten Passivsammlern gemessen. Die Luftverschmutzungsdaten werden nur einmal wöchentlich abgefragt. Und die dritte Messstation steht im Vorstadtbereich. Ein Warnmelder für dicke Luft sozusagen, die Dieselfahrern künftig einen Strich durch die Rechnung machen könnten und der Bundesstadt Bonn eben auch. Ja, in der Umsetzung hätten wir in der Tat Probleme. Einmal ganz praktisch gesehen, der Bund hat bisher keine Plakettenlösung, also keine blaue Plakette eingeführt. Das heißt, wir könnten die Dieselfahrzeuge sozusagen nicht identifizieren, die wir nicht mehr in die Stadt reinfahren lassen dürften. Dieselfahrverbote würde die zuständige Bezirksregierung Köln aussprechen, auf Grundlage ihres derzeitigen sogenannten Luftreinhalteplanes. Der Luftreinhalteplan ist ein Instrument, das dafür sorgen soll, dass, was in Bonn problematisch ist, die Stickstoffdioxidwerte eingehalten werden. Und der Plan beinhaltet ein ganzes Bündel an Maßnahmen, mit denen wir versuchen, für saubere Luft zu sorgen. Das geht von der Förderung der Elektromobilität über Radverkehr, Jobticket bis hin zur Umrüstung des ÖPNV, selbst über Wassertaxis und eine Seilbahn zum Venusberg haben wir schon diskutiert. Doch was passiert, wenn das Bundesverwaltungsgericht Dieselfahrverbote für rechtmäßig erklärte? Also die erste Maßnahme ist die, dass wir unseren Luftreinhalteplan ändern. Es wären dann in der Folge von der Stadt Bonn Schilder aufzustellen. Und es wäre dann natürlich nicht von uns, sondern von den zuständigen Behörden, wäre dann die gesperrten Straßen zu kontrollieren. Doch wie das funktionieren soll, weiß die Bundesstadt Bonn selber nicht. Das Einzige, was momentan klar wäre, ist, sie könnte sich gegen die Fahrverbote der Bezirksregierung Köln nicht widersetzen. Für die Stadt selber oder für die Stadtgesellschaft hätte es ganz weitreichende Konsequenzen, weil einfach die Dieselflotte noch riesig ist. Die Handwerker hätten ein Problem. Wir bräuchten Ausnahmen für den öffentlichen Nahverkehr etc. pp., weil, wie man weiß, ist auch der Versuch, auf Elektrobusse umzustellen, in der Bundesrepublik noch ganz am Anfang. Luftreinhaltepläne und Fahrverbote hin und her. Es ist, wie es ist. Die Überwachung der Fahrverbote scheint in Bonn zumindest derzeit nicht möglich zu sein. Also die Bonner Polizei wird es sicherlich nicht zusätzlich leisten können. Der springende Punkt ist immer, dass das entsprechende Personal dafür da sein muss, dass Streifenwagen, dass die Polizei draußen unterwegs sein muss für solche Aufgaben. Und diese Ressourcen sehe ich zurzeit nicht. Und ein großer Teil der Polizeiautos sind auch Dieselfahrzeuge, für deren Einsatz dann eine Sondergenehmigung benötigt würde.